So, es ist der 25. November 2016. Bin jetzt noch 2 Tage unrasierter. Und wir wollen mal den Teil 3 von unserer kleinen Bilanz angehen. Und was Sie da sehen, ist der Blogbeitrag von gestern Abend. Ich schaue den mir hier in der Vorschau an, weil der erst in ein paar Stunden veröffentlicht wird. Und der heißt Waterloo in Erfurt, von peinlichen Fragen, gescheiterte Aufklärung. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Da hat sich der hochgelobte NSU-Ausschuss Thüringen seit Anfang 2015, also anderthalb, zwei, fast 2 Jahre lang, mit den Vorgängen des 4. November 2011 in Eisenach befasst. Und aufgeklärt ist ganz genau gar nichts. Null. Das ist so ein trauriges Ergebnis. Es ist die gleiche Masche wie schon beim ersten Untersuchungsausschuss in Thüringen. Die Vorgänge, die damals beim Untertauchen, Bombengarage Jena 1998 und so weiter und so weiter, auch nach endlos vielen Zeugenvorladungen und so weiter, im Endeffekt auch nichts aufgeklärt werden konnte. Und das Gleiche ist jetzt wieder passiert. Gestern hat also der Erfurter Ausschuss seine Zeugenvernehmung zum Thema 4.11.2011 abgeschlossen und wird sich nun der organisierten Kriminalität und der Waffenbeschaffung zuwenden. Na gut. Und der MDR in Thüringen hat gestern Abend einen kleinen Film gebracht. Der ist eine völlige schwachsinnige Überschrift hier beim MDR, also für die Untersuchung und die Herkunftsermittlung. Ist die Trio, BAO-Trio des BKA zuständig gewesen. Die haben eine ganze Ordnung gefüllt damit, ja, mit der Herkunftsermittlung der Waffen und so weiter und so weiter. Ja, weil da unheimlich viel Auslandsermittlungen nötig waren. Ne? Schweiz, Österreich, Tschechien. Nicht? Eine der Waffen ist angeblich in Prag aus dem Auto geklaut worden, oder ist eine Scheibe eingeschmissen worden. Wie soll denn ein Verfassungsschutz in Erfurt da irgendwelche Nachforschungen zu. Also, unglaublicher Schwachsinn, was die sich da erlauben. Ja. So, und dieses kleine schöne Filmchen, das gab es nun auch. Und das schauen wir uns mal an. Gestern Abend. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Landtages. Nein, er konnte heute keinen Haken setzen unter die Frage, ob bei den Ermittlungen rund um das ausgebrannte Wohnmobil von Eisenach alles korrekt gelaufen ist. Nein, die Erkenntnislage ist unvollständig. Ermittlungsbehörden haben sich gegenseitig blockiert. So erzählte heute eine Staatsanwältin, sie habe manche Tatortfotos im MDR entdeckt und nicht etwa in ihren Ermittlungsakten. Versteht ja kein Mensch, wenn die dauernd hier mit den Mopeds losfahren. Weshalb sie letztes Jahr noch mal neue Ermittlungen aufnahmen. Und damals verantwortliche Polizeichef Schöne Jacke. Fidschi Markt von der tschechischen Grenze, Herr Menzel. Herr Menzel. erzählte, dass es okay gewesen sei, der Thüringer Justiz Informationen zu einer Pistole vorzuenthalten. Zu einer Pistole? Hattet ihr nicht zwei Dienstwaffen aus Heilbronn angeblich gefunden? Wieso denn nur eine, lieber MDR? Der Untersuchungsausschuss ist sich im Klaren, dass er nicht alles weiß. Er will sich dennoch einem neuen Kapitel zuwenden. Also ich sage mal, wir sollten erstmal das Thema jetzt Eisenach weitestgehend beenden, ohne es abzuschließen. Weil wir uns jetzt auf die organisierte Kriminalität richten. Das ist auch nochmal ein wichtiger Themenkomplex, aber wir werden sicherlich, bevor wir unseren Ausschuss in dieser Legislaturperiode beenden, uns da nochmal drüber unterhalten, was ist noch übrig geblieben, was müssen wir noch aufnehmen, auch aus vorausgegangener Ausschussarbeit. Und da kommen eventuell dann auch ergänzende Vernehmungen nochmal natürlich zu Eisenach in Betracht. Ergänzende Vernehmungsweise machen. Bisher habt ihr gar nichts aufgeklärt zum 4.11. Null. Niente. Nada. Ihr habt ja Dutzende Zeugen gehört,
aber nichts aufgeklärt in eurem Kuschelausschuss. Zu beiden Themen sollte der Ex-Chef des Thüringer Verfassungsschutzes Thomas Sippel Erkenntnisse liefern. Doch die einzige Neuigkeit heute war, dass die Schlapphüte erst 3 Tage nach Auffliegen des NSU in der Sache aktiv wurden. Das hat der Wiesner die ganze Zeit gesagt, dass er erst am 7.11. mit seinem bei irgendeiner Veranstaltung des Verfassungsschutzes in Erfurt war und gewesen wäre. Und der war ja damals schon Rentner und schon 10 Jahre weg vom Verfassungsschutz beim LKA gewesen, 10 Jahre. Und er hatte dem Sippel gesagt, da kommt Ärger auf euch zu. Ja, also das ist so nicht neu. Und auch nur, weil der Innenminister darum bat. Der genaue Informationsfluss zwischen Polizei, Justiz und Verfassungsschutz bleibt im Dunkeln. Und damit ist die wichtigste Frage, die der Untersuchungsausschuss zu beantworten hat, weiter offen. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Landes. So, und was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, dass der Erfurter Ausschuss gar nichts aufgeklärt hat, dass nicht mal, dass also das, was die Frau König beim Tag der Linken erzählt hat, gequälte Scheiße war. Die Version des BKA sei ja nun doch die richtige und die Version, die dann aus der BKA-Version hat ja die Bundesanwaltschaft die Anklage gezimmert, das sei ja alles wunderbar. Und der Erfurter Ausschuss hätte ja die wichtigen Punkte alle aufgeräumt und es würde ja sich nun so darstellen, dass die einzig richtige Version, die sei von der Anklage in München. Nein, das ist wohl dann doch nicht ganz so. Und man fragt sich, was die da eigentlich 1,5 Jahre in ihrem Kuschel oder 2 Jahre in ihrem Kuschelausschuss gemacht haben. Na gut, die Kommentare beim MDR sind dementsprechend, ne? Also dass das alles eine Erfindung sein könnte und dass es immer mehr so aussieht. Und die dicken Dinger, die es gestern gab, die fehlen. Zum Beispiel das dicke Ding, das Baden-Württemberg darum gebeten habe, doch bitte nicht dem Staatsanwalt in Thüringen Bescheid zu sagen und sich der Polizeidirektor Menzel auch danach gerichtet habe. Ja, Leute. Warum sollte sich der Polizeidirektor von Gotha Thüringen nach Wünschen vom LKA Stuttgart aus Baden-Württemberg, die Leute, die er gar nicht kennt, mit denen er gar nichts zu tun hat, warum sollte er deren Wünsche berücksichtigen und seinem eigenen zuständigen Staatsanwalt nichts zu den angeblich gefundenen 2 Dienstwaffen mitteilen? Wenn man sich doch sicher war, und so ist es, wird es ja dargestellt, auch in diesen Inpol-Abfragen, die der Herr Schollau in seinem Roman drin hat, wo ich nicht weiß, wo er die her hat, wer ihm die zugespielt hat. Aber offiziell sind die nicht vorhanden, diese Inpol-Abfragen. Ja? Die sind jedenfalls in den Akten, die wir haben, sind sie jedenfalls nicht drin. Und wir haben im letzten Teil des Videos ausführlich darüber gesprochen, oder ich habe darüber gesprochen, dass die Stuttgarter und erst der Menzel eine ganz andere Geschichte erzählt haben. Kiese wird das Waffe zuerst gefunden, nach Heilbronn gemeldet, Stuttgart gemeldet und so weiter und so weiter. Über Nacht kamen die Schwaben. Und 2016 hat man das alles umgedreht. Ne? Und dann haben die, und 2015 schon, dann hat die Tatortgruppe von Erfurt und so weiter, die haben ja alle dargestellt, nein, wir haben, bevor das Wohnmobil abgeschleppt worden ist, in Streck, da haben wir schon die Arnold-Waffe aus dem Badezimmer rausgeholt. Nicht? Und das hat ja dann der Menzel 2016 auch übernommen, diese Version. Ja? Und dann kam, nachdem sie sich da endlich geeinigt hatten, kamen die Schwaben nach Erfurt, wurden dort vernommen und dann war auf einmal alles wieder gespalten. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und wir sagen seit einem Jahr fast, die hatten gar keine Dienstwaffe. Die hatten keine Dienstwaffe. So, und jetzt Ende November 2011, wieder mal am letzten Tag der Beweisaufnahme des Untersuchungsausschusses in Thüringen, beim ersten Ausschuss war es die Russlungenlüge, die aufflog, von Range und Zirke im Bundestag, die auch konsequenzenlos ist, immer noch, und vertuscht wird von den Medien und den alternativen Medien. Und jetzt ist es beim letzten Tag der Beweisaufnahme im zweiten Thüringer Untersuchungsausschuss, ist es das Märchen, dass ein Thüringer Polizeiführer auf Wunsch von Schwaben, die er gar nicht kennt, seinem Thüringer Staatsanwalt
nicht mitteilt, dass er Dienstwaffen aus Heilbronn gefunden habe. Also eine total hanebüchene Geschichte, die kann so nicht stimmen. Das ist erstunken und erlogen. So ein Mann gehört in Beugehaft. Aber das wird garantiert nicht passieren in Thüringen. So, ich habe darüber gestern schon gelästert, als ich das gelesen habe, den Tweet von NSU Watch, die sich endlich mal bequemt haben, in Thüringen mal aktiv zu werden. Das ist anerkennenswert, ja. Es gab keine solche Waffe. Die hatten keine Beute und die hatten keine Waffen. Die haben die Bankraubbeute nicht im Wurmo gefunden und die haben die Dienstwaffen nicht gefunden. So, ja. Und das Schönste ist, dass uns mittlerweile auch vorliegt ein Augenzeugenbericht aus dem Ausschuss gestern, ja. Und man sei sich nicht sicher gewesen, es hätte ja ein Zahlendreher sein können. Steht hier. Dass wir nicht. Warum hat man es dem Staatsanwalt nicht gesagt? Ja, es hätte ja einen Zahlendreher, man wollte abwarten, es hätte ja ein Zahlendreher sein können, ja, beim Waffennummern ablesen. Leute, es ist immer noch nicht klar, ob es da zu Anfang nur um eine Polizeipatronennummer ging, eine Losnummer, die zu Heilbronn passte oder was weiß ich, ob es ein Ablesefehler war, welche Waffe es überhaupt war. Die einen sagen, die vom Tisch, die anderen sagen, die aus dem Bad, die einen sagen, Kiesewetters Dienstwaffe, die anderen sagen, Arnolds Dienstwaffe, nichts ist klar. Und wir hatten das ja vor ewig langer Zeit, hier, das kann man unten sehen, 2015, Februar 11, das ist mein Geburtstagspost vom letzten Jahr, Februar 2015, ja, da hatte ich mir das Ding erlaubt, mal darauf hinzuweisen, dass vielleicht ein schnöder Ablesefehler die Schwaben über Nacht nach Gotha brachte, ja, dass sie da angereist sind, ja. Sondern morgen, muss man sich auch mal vorstellen, Freitagnachmittag kriegten sie Bescheid, Kiese wird das Waffe gefunden und dann muss irgendwas passiert sein und dann sind die am Sonntagmorgen angerückt in Thüringen. Ja. Und ich hatte ja darauf hingewiesen, schon 2015, dass da ein Ablesefehler 110 oder 118 statt 116, wie es sein muss, bei der Dienstwaffe, dass das eine Rolle spielen könnte. Ja. Weil es ja im Tatortbefund auch diese Fehler gibt. Vielleicht ziehen die sich durch. Vielleicht sind das immer noch derselbe Fehler, der schon am 4. November 2011 bei dem Versuch entstanden ist, bei der verschmorten Waffe hier auf dem Tisch im Wohnmobil, die Seriennummer da abzulesen. Ja? Das kann ja sein. Warum nicht? Ich meine, es ist natürlich bekloppt, ja, aber es ist nicht mehr auszuschließen. Ja? Gerade eben, weil gestern Menzel genau das gesagt hat. Ablesefehler, Gefahr. Deswegen habe er dem Staatsanwalt nicht Bescheid gesagt. Leute, das ist Blödsinn. Der Menzel hat am 5. November 2011 einen großartigen Bericht nach Sachsen geschickt, nach Zwickau, Südwestsachsen, und hat auch an den Staatsanwalt in Meiningen am 5., also an dem Tag, wo er angeblich den Staatsanwalt nicht informieren wollte, dass er da zwei Dienstwaffen oder eine oder was auch immer oder keine gefunden hat, ja, hat er doch dem Staatsanwalt hier ein großes Schreiben zukommen lassen. VSNFD, nur für den Dienstgebrauch, vertraulich, Verschlusssache heißt es. Ja. So, wir haben das ja schon 2014 haben wir das schon geleakt. Und da ist sogar von Waffen die Rede, aber natürlich ist nicht spezifiziert, was für Waffen. Warum ist es nicht spezifiziert? Weil ja zig Waffen ausgetauscht worden sind. Es ist nicht nur die Maschinenpistole, die im Fahrerhaus gefunden worden ist, als der Bockwurst-Polizist Lotz seine Bockwürstchen vorbeibrachte und am nächsten Tag nochmal. Es ist der Revolver von diesem Bankraub in Zwickau 2006, der auf der Spüle lag. Der ist mal silber und mal ist er schwarz, aber dann der silberne ist eigentlich unten im Schrank unter der Spüle gewesen und so weiter und so weiter. Ja, dieses Waffenmikado und Waffenrochaden, das haben wir doch schon 2014 alles belegt, dass es da zumindest die Verdachtsmomente gibt, ja. Und dass die Dienstwaffen nicht echt sind und dass sie die nicht gleich gefunden haben, sondern dass sie da sich vielleicht verschaut haben, eine falsche Nummer abgelesen, vielleicht auch nur eine Patronennummer abgelesen, weil die Frau Michel auch nicht am 7. November immer noch nicht geschrieben hat, ja, welche Waffe sie denn nun genau gefunden hatten, ja, als wenn das ein Geheimnis wäre, ja. Keiner hat drüber gesprochen, am 5. nicht, als sie alle miteinander telefoniert haben und so weiter und so weiter und so weiter. Deswegen haben wir das hier nochmal geschrieben. Ja, Menzel schrieb am Samstag, den 5.11. an den Staatsanwalt. Er schrieb auch von Waffen. Ja,
Die Beute hatte man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden, offiziell jedenfalls nicht, ja. Und die Dienstwaffen offiziell schon, aber Frau Rieger hat geschrieben am 5.11. in Gotha, also erst im Vormittag oder am Morgen des 5.11. sei bekannt geworden, dass die zweite Dienstwaffe jetzt auch gefunden worden sei. Ja, das passt nicht, dass sie dann laut Thüringen schon die erste war, die noch in Streck da rausgenommen worden sei, einen Tag vorher. Das passt alles nicht. Ja? So, und wir sehen hier wirklich mustergültig, warum dieser Ausschuss scheitert. Er ist erneut gescheitert, und zwar kläglich. Ja? Katharina König hat den Herrn Menzel gefragt, ob er eine Katze von Beate Zschäpe aus Zwickau hat. Hier, retweetet von Katharina König, Sebastian Haag, sie hat es getan. Katharina König hat im NSU-Ohr in Thüringen gefragt, ob der Polizeiführer von Eisenach eine Katze von Beate Zschäpe hat. Nein, er hat keine. Oh Gott, ist das traurig. Ja. Und ne, darüber hat sich sogar der Lele wieder aufgeregt, was man ja gut nachvollziehen kann. Ja. Abgeordnete klären nichts auf. Das ist genau der Punkt, wo der Frieder Burschel von der Rosa-Lux-Stiftung recht hat. Genau das ist es. Das schreibt der Anmerkung schreibt das seit einem Jahr. Verfassungsschützer ermitteln nichts. Ja? Verfassungsschützer ermitteln nichts. Schon gar keine Herkunft von irgendwelchen Waffen, die sie gar nicht haben, die Waffen. Ja? Von denen sie gar nichts wissen. Ja? Zu Anfang. Also Abgeordnete klären nichts auf, richtig, und Verfassungsschützer ermitteln nichts. Der Ausschuss ist wieder mal gescheitert nach fast 2 Jahren intensivster Bemühung. Er ist mit Ansage gescheitert. Und es ist ja kein Geheimnis, was man hätte machen müssen. Der Georg Lehle hat ja sogar, der Friedensblick Lehle hat ja sogar aus unserem Blog das zusammengepinnt und hat das nochmal bei sich auf dem Blog gemacht. Hier, Friedensblick, hier ist er. Das ist April 2016, also halbes Jahr alt oder was. So könnten Parlamentsausschüsse den Tod von Mundlos und Bönhardt aufklären. Und da hat er die Punkte zusammengestellt. Da geht es um die 6 Projektilteile. Ne? Was ist das für eine Munition? Ist es nur Flintenlaufgeschoss oder ist es das, was in der FAZ stand als Kommentar und das, was unser Sachverständiger, gerichtlich vereichter Sachverständiger sagt, unser eigener, dessen Name ist geheim, ja, den gebe ich nicht preis, der hat gesagt, nein, das sieht aus wie Teilmantelgeschoss. Ja, und in der FAZ stand, so, kurze Unterbrechung. So, und also das Entscheidende hat er hier zusammengestellt. Das sind diese 6 Projektilteile, nicht, die man bei der Obduktion am 5. November gefunden hat und 3 Monate im Kopf von Uwe Bönhardt. Ja, wer weiß, wie viele Teile fehlen, weil ja so viel Nazi-Hirn verschwunden ist. Ja, wer weiß, wie viele Metallteile da noch drin war, was bei der schwäbischen Kehrwoche mit weggeflogen ist. Ja. Und 3 Monate, nachdem man die gefunden hat, hat das BKA, die Frau Queder, Kriminalhauptkommissarin Gabriele Queder, die auch die mit dem Sprengstoff, mit dem Schwarzpulver in Zwickau die Sache da versaut hat und die also zahlreiche Dinge versaut hat. Ja. Die hat die für unwichtig erklärt. Man hätte aber aufklären müssen, und das hätte der Bundestagsuntersuchungsausschuss und natürlich der Erfurt, das gilt immer für alle Ausschüsse, die sich damit befassen, ja, mit dem 4. November in Eisenach, hätten das aufklären müssen. Zumal es ja den KT-Antrag, den kriminaltechnischen Antrag schon von 2012 Ende März gibt, nachdem man da diese Munitionsteile auf dem Fahrersitz und in der Türdichtung und so weiter da nachgefunden hatte im März, Februar, März 2012, hat man ja dann gesagt, was sind denn das für Teile. Ne? Und beim zweiten Schmauch, Polizeischmauch, ja logisch, also wenn, das ist auch richtig, der Punkt 2, ich meine, das ist alles von uns übernommen, das ist kein Vorwurf, das hat er gut gemacht, hat er schön zusammengestellt, es gibt 4 Sorten Schmauch, es dürfte nur 2 Sorten von offiziellen Geschichte her geben,
ein Schuss auf die Polizei mit der MP Plätter und dann halt die Pumpgun Winchester Selbstmordschüsse. So, und die haben sich ja in den Kopf oder in den Mund geschossen. Was sind da die Schmauchreservate? Waren 5 Jahre aufzuheben bis November 2016. Läuft also gerade ab. Und natürlich muss das untersucht werden. Was sind da für Schmauchsorten dran? Sind da auch Polizeischmauch, Polizeimunition oder Behördenmunition, Polizeieinsatzpatrone 2 oder so heißt das Ding? Ist dieser Schmauch, der da bei dem Treibsatz verwendet wird, ist der da enthalten oder nicht? Punkt 3. Blutspurenanalyse. Ne, es nützt nichts, dass die Kathi den Sieger vorführt und blafft. Sie hat ihn gut geblafft da im Fest der Linken. Er hätte ja die Spheronaufnahmen nicht und könnte das deshalb gar nicht beurteilen, ob da hinter dem mundlos nun Blut und Hirn irgendwo kleben an der Matratze oder nicht. Das würde man ja alles auf den Spheronbildern sehen. A, man sieht einen Scheißdreck und B, wir wissen das. Und B, ist es natürlich klar, der Ausschuss hat es nicht in Auftrag gegeben. Weder der Bundestagsausschuss noch der Erfurter Ausschuss. Labern reicht nicht. Machen. Okay? So, und natürlich nicht Leute machen lassen, die bisher schon mit Beweisfälschungen aufgeflogen sind. Also das BKA, mit BKA-Gutachten braucht er nicht kommen. Ja? Die Verteidiger im NSU-Prozess in München haben auf ganzer Linie versagt. Die haben jeden Experten vom BKA durchgewunken, als wenn er neutral wäre. Und selbstverständlich ist das BKA nicht neutral. Es ist Anklagebehörde indirekt, weil es nämlich die Anklage konstruiert hat, die Bundesanwaltschaft in Worte gefasst hat. Ja, die ganzen Ermittlungen sind BKA-Ermittlungen. Die ganzen Gutachter, die da präsentiert werden, das ist ein Witz. Das ist in einem rechtsstaatlichen Prozess hätte es Gutachterschlachten gegeben ohne Ende. Beim NSU-Prozess haben die Verteidiger alles durchgewunken. Und das ist ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass es schmutzige, nicht rechtsstaatliche Gerichtsdeals gibt. Das ist eine ganz, ganz klare Sache. Ja? So, also, Punkt 3, Blutspurenanalyse, ist nicht gemacht worden. Punkt 4, waffentechnisches Gutachten, 6 Patronen passen in die Winchester, 5 waren noch drin, 2-mal soll er geschossen haben. Wer hat nachgeladen nach dem zweiten Schuss? Wie konnte auch mit der Winchester angeblich 2-mal geschossen werden? Dann kommen natürlich die Sache mit den falsch zugeordneten und verschwundenen Beweisstücken und Hülsen wurden Patronen und tralala und Patronen wurden Hülsen und so weiter. Haben wir ja alles in Teil 1 schon, ja, des Videos. So, ausführlich dargestellt. Dann die Ruslungenlüge, Punkt Nummer 5, klarer Fall, wichtig, ja. Zirke und Range haben den Bundestag am 21. November 2011 angelogen. Kein Staatsschutzleitmedium traut sich das zu schreiben. Der Dr. Andreas Müller hat das aufgearbeitet, sehr schön. Er hat auch geschrieben, warum Medien lügen, das kann man sich durchlesen. Ruslungen-Dossier braucht man nur eingeben bei Google, dann findet man das. Ja? Und beantwortet aber nicht die Frage, warum die alternativen Medien so schlecht sind und genau das Gleiche machen. Das beantwortet es nicht. Okay? Und ich bin nun mal mit den Alternativen, die sich alternativ nennen, bin ich nun mal strenger, weil ich mir von diesen scheiß Leitmedien 0,0 erwarte. Ich erwarte von einem Aus und einem Labs und einer Oma Friedrichsen und diesen ganzen Arschkrautfressern, Rammelsberger, wie sie leisten, ich erwarte von denen genau 0,0. Ich erwarte von denen nur Pappdrachen, Ablenkungen, wie Primus, Marschner in Zwickau, dieser ganze Blödsinn, der uns überhaupt nicht weiterbringt, ja. Wenn nicht einmal geschrieben wird, dass es eigentlich um Mordalibis geht. Es geht um Mordalibis. Das ist der Punkt, ja. Wenn ich schon keine Tatortspuren habe. So, Punkt 6, klarer Fall. Lele benennt das Kind beim Namen. Ja? Er ist da wesentlich weiter als alle alternativen sonstigen Medien. So, Ramelow mit seinen MAD und BND, da haben ihm angeblich irgendwelche Polizisten, haben den Bodo Ramelow, damals Oppositionspolitiker in Thüringen, ja, gesagt, ne, liefen da in Gotha und so weiter rum. Ja. Er ist nicht vorgeladen worden, weder in Berlin noch in Erfurt. In Erfurt kann man es verstehen, da ist der Ministerpräsident, da wird man ihn nicht vorladen, aber in Berlin kann man ihn vorladen. Und dann soll er mal Butter bei die Fische geben, ja. Dann soll er mal sagen, woher hat er das? Wer hat ihm das erzählt? Ja? Und dann muss man sich auch daran erinnern, es gibt ja auch diesen Feuerwehrmann, der ausgesagt hat,
Ja, er, oder nee, es gibt diesen Polizisten, der ausgesagt hat, ja, als wir das Wohnmobil in der Halle hatten, da kam einer, der hat sich als Feuerwehrmann ausgegeben, aber der war gar kein Feuerwehrmann und wollte da Fotos machen und so weiter. Ja, also man muss da, wie gesagt, unheimlich fit sein, was hat wer ausgesagt, ja, wie ist die Lage, wer vertuscht und so weiter und so weiter. Und dann muss Ramelow Namen sagen, welcher Polizist aus Eisenach oder aus Gotha hat das gesagt, hat ihm das erzählt. Und das hat man natürlich auch vermieden. Und die Medien haben es natürlich auch vermieden, da Druck zu machen, ist auch klar. Die beschlagnahmten Tatortfotos, ja, von der Feuerwehr. Wir haben nun mal drei Feuerwehrleute, die haben gesagt, die Leiche vorne lag eben auf dem Rücken und die Füße nach oben, der Turnschuh mit Beinen dran und so weiter, ja. Und die auf den offiziellen Fotos liegt da halt auf dem Bauch, ne? Seitlich auf dem Bauch, ja. Und das kann halt nicht passen, ja. Es kann nicht funktionieren, ja. Außerdem Heimatschutz Punkt 9 steht sogar bei Heimatschutz andeutungsweise drin, dass es also Zeugen gibt, Anlieger gibt, hatten wir auch schon im anderen Video, ne? Brauche ich nicht alles wiederholen, ja. Man hat die falschen Anlieger vorgeladen, man hat da schon gesiebt, dass auch ja keine gar keine schlimmen Aussagen garantiert kommen im Ausschuss, ja, in Erfurt. Und das hätte man eben auch nicht tun dürfen. Ja. So, und was Herr Lehle hier auch noch richtig schreibt, meine Kinder sind gerade nach Hause gekommen von der Schule, was er auch noch richtig schreibt, ist hier, wenn man schon unabhängige Gutachter und unabhängige Fachleute mal verpflichten würde, Blutspurenanalyse, waffentechnische Gutachten, ist die Cesca wirklich eine neunfache Mordwaffe, was ist mit der Pumpgun, wie geht das mit den zwei leeren Hülsen angeblich und so weiter und so weiter. Man hätte also genug Dinge, auch Brandstiftungen in Zwickau, die ja nicht aufgeklärt ist und so weiter. Es gibt also ganz, ganz viele Fachbereiche, Sachgebiete, wo unabhängige Gutachten erforderlich wären, die müsste man einholen. Da müsste man unabhängige Leute nehmen, man kann Schweizer nehmen, man kann Österreicher nehmen, man kann, was weiß ich, Franzosen nehmen, ist eigentlich egal, ja. Und kann ausgewiesene Fachleute und nicht diesen LKA, BKA-Sumpf, wie er auch im NSU-Prozess unbeanstandet von sämtlichen Verteidiger-Luschen durchgeht. Und das ist es eigentlich. So, und jetzt machen wir erstmal Pause und dann gucken wir uns gleich noch an, warum Frau Marx scheitert. So, zum Abschluss noch was Lustiges. November 2016, Friedrich-Ebert-Stiftung Erfurt. Jetzt kommt nochmal ein schöner Beleg dafür, warum die Aufklärung des 4. November 2011 in Eisenach im Erfurter Ausschuss gescheitert ist. Frau Marx wird uns das vorführen. Um mal Dorothea Marx zu fragen, die ja schließlich im Untersuchungsausschuss sitzt und dort in dem Untersuchungsausschuss sich sehr intensiv, ja auch mit den Vorkommnissen am 4.11. und vor allen Dingen um den 4.11. herum, davor und danach befasst hat. Was haben Sie denn, wir haben jetzt den 5. Jahrestag, was haben Sie dann rausbekommen? Was weiß man denn inzwischen, was da wirklich abgelaufen ist und was weiß man vor allen Dingen nicht? Wo sind die Fragen? Ja, was wir erfahren haben, ist, dass dann zwar minutiös sich Aktivitäten entfalten haben, die wir auch nachvollziehen können, aber die sehr ungewöhnlich waren. Als das Wohnmobil dort gefunden wurde, dort gesichtet wurde, das war ja eine Streifenwagenbesatzung mit zwei Streifenpolizisten, da haben die Schüsse gehört. Das ist das Erste, was sie zu Protokoll gegeben haben. Erst später wurden daraus Schussgeräusche, weil es dann immer auch mal ein bisschen Streit gab, wie viele es denn gewesen sind, weil... Halt. Zu Anfang waren es nur Knallgeräusche und daraus wurden später Schüsse. Okay. Am Anfang haben Sie von drei Schüssen berichtet. Nö, völlig falsch. Wie wir vom Polizeichef Eisenach, von dem Herrn Gubert und von dem Herrn K.O.K. Lotz damals, heutzutage K.A.K. Lotz, wissen, beides Aussagen in Frau Marx Ausschuss, gar nicht lange her, waren es zwei Schüsse zu Anfang. Und das steht auch in den Akten.
Also das steht nicht nur in den Akten, die der Arbeitskreis NSU hat. Nein, nein, das steht auch in den Akten, dem Ausschuss vorliegen. Und der Witz ist ja, dass der dritte Schuss nacherfunden worden ist. Das war nämlich der Schuss lebender Uwes auf die Polizisten. Das hängt zusammen mit Russlunglüge, Leichenfuhrer abgestellt und so weiter und so weiter. Und was erzählt Dorle hier? Können wir das nochmal haben? Ein Stück weiter zurückgehen. Ausschuss ist sehr intensiv. Ja, auch mit den Vorkommnissen am 4.11. und vor allen Dingen um den 4.11. herum, davor und danach befasst hat. Was haben Sie denn, wir haben jetzt den 5. Jahrestag, was haben Sie dann rausbekommen? Was weiß man denn inzwischen, was da wirklich abgelaufen ist und was weiß man vor allen Dingen nicht? Wo sind die Fragen? Ja, was wir erfahren haben, ist, dass dann zwar minutiös sich Aktivitäten entfalten haben, die wir auch nachvollziehen können, aber die sehr ungewöhnlich waren. Als das Wohnmobil dort gefunden wurde, dort gesichtet wurde, das war ja eine Streifenwagenbesatzung mit zwei Streifenpolizisten, da haben die Schüsse gehört. Das ist das Erste, was sie zu Protokoll gegeben haben. Erst später wurden daraus Schussgeräusche, weil es dann immer auch mal ein bisschen Streit gab, wie viele es denn gewesen sind, weil am Anfang haben sie von 3 Schüssen berichtet. Auch bei uns im Untersuchungsausschuss, im Übrigen auch im letzten Untersuchungsausschuss, haben sie gesagt, 3 Schüsse. Das haben sie gesagt, Dorle, das haben sie gesagt, weil man das denen so erzählt hat, dass sie es sagen sollen. Das hat nämlich der Herr Lotz in eurem jetzigen Ausschuss gesagt, dass er die getrennt voneinander vernehmen wollte, als sie auf einmal anfingen von 3 Schüssen oder Schussgeräuschen zu erzählen, wobei sie doch vor Ort in Streck da, als der Lotz ankam und als der Gubert, der Polizeichef, ankam, da haben sie gefragt, 3 oder 2. Und weil 3 und 2 sich so ähnlich anhören, da haben, ne, das hier, ja, 2 haben sie gemacht, 2, ja, so und nicht 3, ja. Dann ist halt die Frage später, merken Sie sich, wo ist der dritte Schuss? Später merken Sie sich, wo ist der dritte Schuss? Nein, du dumme Wumme. Umgekehrt, es waren erst 2 und daraus wurden 3 gemacht. Lebende Uwes schossen auf die Polizei. Das brauchte man für die Russlunglüge im Bundestag. Range und Zirke. Mann, ist die doof. Ja, dann ruft sie Verstärkung. Die Feuerwehr ist natürlich dann auch da und löscht den Brand. Und dann erscheinen sehr schnell sehr, sehr viele Menschen. Und dann würde ja normalerweise eine Tatortermittlung folgen. Nee, dann kommt zuerst mal der Notarzt. Der kommt nämlich und die Sanitäter, der Dr. Schlichter und diese 4 Sannis. Die kommen zuerst. Und die werden alle nicht vorgelassen zu den Leichen, meine liebe Frau Marx. Nichts verstanden? Keine Aktenkenntnisse? Null? Niemand wird an die Leute rangelassen. Das ist der Punkt. Keiner darf an die Leichen ran. Und die Feuerwehr sagt, die hatten ganz andere Verletzungen. Die hatten einen Kopf- und einen Bauchschuss. Die hatten ein blasses, unverletztes Gesicht, der eine. Es gab nur kleine Waffen. Der vorne lag auf dem Rücken, nicht auf dem Bauch. Das sind die Punkte. So. Und was sie hier erzählt, nach 5 Jahren und nachdem sie sich intensivst 2 Jahre mit diesem 4. November 2011 befasst hat. Es ist so erbärmlich. Es ist so armselig. Und Tatortgruppe kommt auch, aber... Nein, erst kommt der Menzel, nimmt der Feuerwehr die Fotokarte weg, die Speicherkarte weg, die später dann leer zurückkriegen. So. Die Tatortgruppe... Sie darf eigentlich nicht das machen. Die Tatortgruppe kommt erst nach 14 Uhr. Die kommt Stunden später. Vorher kommt erstmal die Gerichtsmedizin, Mall und Heiderstedt, die eh schon in Eisenach waren. Die normalerweise macht, also das kennen Sie aus Funk und Fernsehen, also schön gewandelt, verkleidet mit Schutzschuhen, Schutzhandschuhen, Schutzkleidung, vielleicht in dieses Wohnmobil hineingehen, sondern der Ermittlungsführer vor Ort meint, der guckt da mal. Nein, der Menzel kam um 12.40 Uhr oder was und die Tatortgruppe kam um 14 Uhr irgendwas. Da war der Menzel schon lange wieder draußen. Diese ganze Hakerei, was wir da auch gesehen haben beim MDR, Fotos, die angeblich der Staatsanwalt nur vom MDR aus dem Fernsehen kennt und so weiter, ja, das ist Stunden vorher gewesen. Oder anderthalb Stunden vorher. Erst war der Menzel drin.
kurz nachdem die Feuerwehr drin war. So, dann war die Sache mit den Feuerwehrfotos. Dann war, Menzel hat gesagt, die Leiche blockierte die geschlossene Badtür. Ja, das ist auch so ein Anfasser, den ihr nicht aufgenommen habt, den ihr weggekuschelt habt. Ja, so, wenn er die geschlossene Badtür blockiert hat, konnte man da auch keine Arnold-Dienstwaffe aus dem Badezimmer rausnehmen. Ja, die auch noch in Griffreichweite zur Leiche mundlos gesessen haben soll, wie es im Tatortbefund steht. Und. Also was die Frau Marx hier erzählt, erst war der Menzel, dann war Menzel was hat der Polizeichef Kubert gesagt? Die junge Staatsanwältin. Das war natürlich die Frau Professor Dr. Mall, Gerichtsmedizinerin. So, die waren im Wohnung. Das hat die Silvia Michel TOG dann auch geschrieben in ihrem Bericht, dass die Mall im Wohnung war, ja? So, und der Menzel hat's gesagt. Der hat nämlich gehakt, weil er ihr zeigen wollte, wo die Leiche vorne auf irgendeiner Waffe liegt, und das würde bei den Leichenflecken irgendwie zu berücksichtigen sein und so weiter und so weiter. Ja. Nur, dass die Mal gar nicht die Obduktion am nächsten Tag durchgeführt hat. Warum? Dann fragt man sich, warum hat es denn der Menzel nicht dem Heiderstedt gezeigt? Der war doch auch mit da. Ja. Und der hat die Obduktion am nächsten Tag gemacht. Und. Die haben hier Anfasser ohne Ende, aber die Frau Marx hier als Ausschussvorsitzende kriegt es nach anderthalb, fast zwei Jahren Befassung oder nach fünf Jahren NSU, die ist ja seit 2012 ist die Frau mit dem NSU in Eisenach befasst, ja, kriegt es nicht auf die Reihe. Nochmal für Blöde. Erst die Feuerwehr, dann der Menzel, dann die Hakerei mit der Mall und dann eine Stunde später die Tatortgruppe. LKA-Tür. Die mussten nämlich aus Erfurt kommen. Die anderen waren schon in Eisenach, hatten eh schon Obduktionen gemacht. Das ist ein kleiner Unterschied. Und Menzel von Gotha war sehr schnell mit seinem Mercedes da. Selber rein. Die der Tatortgruppe stehen relativ fassungslos draußen. Nein, die stehen nicht fassungslos draußen. Die waren nämlich gar nicht da. Die kamen erst viel später. So, und dann wollen die angeblich noch die Badwaffe rausgeholt haben. Die dann später, eine Stunde später, zu Kiesewetters Waffe vom Tisch mutierte, die dann der Herr Menzel nach Heilbronn und nach Stuttgart als gefunden gemeldet hat. So wird ein Schuh draus. Von uns befragt, ob sie denn da nicht irgendwie hätten eingreifen wollen, haben sie dann so sinngemäß gesagt, naja, vielleicht schon, aber wenn der Ermittlungsführer vor Ort was anderes macht, dann macht er halt was anderes. Das ist im Prinzip richtig. Da ging es darum, ob das Wohnmobil abgeschleppt wird oder nicht. Nur wie gesagt, wenn die Leichenfuhre schon angekarrt und angezündet worden ist, spielt das überhaupt keine Rolle. Ja. Dann ist der Tatort sowieso eingestellter. Das muss man sich einfach mal klar machen. Ja. Und natürlich kann man das Wohnmobil wenn man es vernünftig dokumentiert hätte, und darum ging es ja auch im Ausschuss, hat der Hensel das angeordnet, er sagt, er hat es angeordnet, und dann haben es die anderen nicht gemacht. Die Frauenquoten-Chefin von der Tatortgruppe, die Frau Silvia Michel, Frauenfußballerin, ne? Wir wissen ja, welche Sorte Frauenfußball spielt. Auf jeden Fall, die hat das Maul nicht aufgekriegt. Die hat ihren Kommissar Kilo Hoffmann, den Oberkommissar, vorgeschickt. Der sollte sich mit dem Menzel auseinandersetzen. Da hat der Menzel ihm gesagt, es wird hier gemacht, was ich gesagt habe. Und dann hat er sich natürlich auch ganz schnell die Klappe gehalten. Das Einzige, was er gemacht hat, angeblich, er hat ist mit einem Hütchen da reingegangen und will die Waffe aus dem Bad rausgeholt haben. Alles Blödsinn, stimmt alles nicht. Ja? So, das ist die Situation. Warum hat der NSU-Ausschuss Erfurt versagt? Ganz einfach. König, die es einigermaßen hätte gekonnt hätte, wollte nicht mehr. Die wollte nur noch ihren antideutschen Rassismus in der Polizei. Und den Nutzen des NSU für die Linke, für die Transformation der deutschen Gesellschaft, für die Vernichtung der deutschen Heimat für das deutsche Volk, das will die Linke. Deswegen will die König nicht mehr, die könnte aber ein bisschen, die ist ja nicht sattelfester. Und sie hier, die große Vorsitzende, vergesst, ich höre auf, für dieses Video hier reicht's für Teil 3. Schlimm genug, traurig, 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 traurig.